Also, und das nächste Video heißt, ganz klar, das sind so, ich mache jetzt so kleinere Videos und das sind jetzt so mehrere kleine Basic-Videos und dieses Video heißt Bewegung und nicht nur Bewegung, also nicht nur spazieren sozusagen oder sich an der Sonne bewegen, sondern eventuell sogar rennen, laufen, schwitzen. Ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Gesellschaft, wo eventuell die Leute tatsächlich sehr viel sitzen, sehr viel abends sitzen und eben sich nicht bewegen. Und wo sozusagen der Hauptstress eben mental ist. Aber jedes Mal, wenn ich sozusagen, hallo? Sozusagen, wenn ich laufe, mich bewege, renne, dann macht das sozusagen was Wichtiges in meinem Körper. Man ist ja irgendwie ausgelastet. Und hier sozusagen der Appell, nicht nur sich zu bewegen, sondern eben auch die Anstrengung zu suchen für manche, die jetzt nicht fit sind oder die jetzt nicht die Möglichkeit haben, aber eigentlich rennen ist tatsächlich basic für den menschlichen Körper. Und ich sage jetzt hier nicht langes Rennen oder so Marathonrennen, weil auch hier sieht die traditionelle chinesische Medizin nicht die Gesundheit darin, lange Strecken zu rennen, denn lange Bewegungen, lange Auszehrungen, sozusagen, also zehrt sozusagen das Blut aus. Aber Rennen vielleicht so dreimal die Woche in dem Rahmen, in dem ihr könnt. Also ich weiß, ich kann so eine halbe Stunde bis Stunde rennen und es macht Spaß. Ich glaube, das ist gut. Das pumpt einfach mal den kompletten Körper durch. Ihr seid wilde Kreaturen oder der Mensch ist eigentlich eine wilde, große, starke Bestie und wir sind es gar nicht mehr und dann verkommen wir eben von so schönen, starken, großen Sonnenblumen zu irgendwelchen, weiß ich nicht, kleinen Steinen, die an Schreibtischen sitzen. Und ich glaube, das ist nicht natürlich. Also die Dinge, die ich sexy finde, und man sagt, Attraction is not a choice, also Attraktivität ist keine Wahl. Die sind in Bewegung, in der Kraft. Und ich weiß, manchmal ist das nicht der Fall. Wir sagen dann, okay, das ist aber so oder ich habe keine Zeit. Aber tatsächlich ist das Leben Design. Wir designen das. Wir bekommen manchmal auch ein Design vorgesetzt. Ob das das Richtige ist, da vorne diese One-Size-Fits-All-Häuser, das sei mal dahingestellt. Natürlich funktioniert es, ist auch schön, sowas zu haben. Aber ich denke, Leben ist nicht mehr organisch und wenn etwas künstlich wird, dann ist es nicht mehr so stabil, wie es eben sein könnte. Und deswegen der Appell auf jeden Fall, Bewegung wichtig, Laufen wichtig und eventuell sogar Rennen wichtig, dreimal die Woche. So werde ich, glaube ich, machen in Zukunft. Und jetzt komme ich zum nächsten Video.